Danke, Alex. Das ist lieb von dir, aber ich kann nicht. Es ist gut, dass unsere Mutter und Eva mich von dieser Irrsinns-Idee abgebracht haben. Nein, ich bleibe hier und werde mich dem Problem stellen. Was ich tun werde? Ich werde den Kampf um das Sorgerecht angehen und gewinnen. Ja, du, ich muss Schluss machen. Vater will irgendwas von mir. Okay, grüß mir Laura, ja? Und knutsch mir Hanna, bitte. Sasso hat sich mal wieder etwas ganz Perfides ausgedacht. Aber bitte, Robert, raste jetzt nicht aus. Dann hättest du mir deinen liebenswerten Jetson nicht vererben dürfen. Hier, komm, das ist die Kopie eines Schreibens ans Jugendamt. Darauf muss man erst mal kommen. Was? Moment mal, ich vernachlässige die Sorgfaltspflicht, weil ich das Kindermädchen Eva Krentlinger dazu genötigt habe, die Stelle als Kindermädchen bei Briand nicht anzunehmen? Was soll denn das? Das ist einfach, du bist der Böse. Weil du einem Baby die Hauptbezugsperson vorenthalten willst in einer wichtigen Entwicklungsphase. Ja, aber noch hat der Franzose das Sorgerecht nicht. Ja, aber der Franzose ist leider der leibliche Vater. Man wird später sagen, du hättest von vornherein kooperieren sollen, um das Wohl des Kindes willen. Und dass ich Eva zurückgepfiffen habe, was im Übrigen deine Idee war? Ja, wird ja jetzt als unzulässige Manipulation ausgelegt. Tut mir leid, Robert, ich dachte, wir tun das Richtige. Hätte Eva den Job angenommen, hätte man mir genauso einen Strick draus gedreht. Vergiss es. Vielleicht müssen wir einfach einsehen, dass dieser Zastro uns überlegen ist. Ja, ich komme. Simon. Maike, was willst du? Ich habe mit André gesprochen. Ach komm, es muss einfach raus. Ich liebe dich auch. Vertrittst du mich nun oder nicht? Natürlich vertrete ich dich. Aber es muss doch einen Grund geben, warum du dich scheiden lassen willst. Habt ihr euch nur gestritten oder hat er dich betrogen? Wenn ich eine andere Möglichkeit sehe, würde ich dich bestimmt nicht mit meinen Problemen belästigen. Du belästigst mich nicht. Du bist meine Tochter. Ich kann nämlich Leute nicht leiden, die ihre Verwandtschaft ausnutzen, nur weil sie meinen Arzt oder Anwalt für lau brauchen. Und ich hatte schon Angst, es liegt daran, dass du mich nicht leiden kannst. Hm? Danke. Hilfst du mir? Bitte. Selbstverständlich helfe ich dir. Und sobald ich es mir leisten kann, musst du mir sofort eine Rechnung schreiben. Wenn du es unbedingt möchtest. Okay. Danke. Ich frage dann mal in der Rezeption, ob mein Zimmer schon fertig ist. Trotzdem kann ich dich schlecht vertreten, wenn ich nicht ein bisschen mehr weiß. Ich dachte, Scheidungen wären heutzutage nicht mehr so kompliziert. Ich meine, reicht es nicht, dass ich es einfach will? Du warst schon immer der größte Dickkopf in einer Familie von Dickköpfen. Ich muss ein bisschen mehr über deine Motive wissen, sonst kann ich ja nicht mal den Antrag ausfüllen. Vor allem, wenn dein Mann sich gegen die Scheidung wehrt. Wie kommst du denn darauf? Also irgendwas stimmt doch da nicht, ne? So, pass auf, du ruhst dich jetzt erstmal aus. Ich wollte sowieso ins Büro gehen, dann kann ich mich auch gleich nach deinem Zimmer erkundigen. Und wir zwei reden dann hernach noch mal weiter. Wenn du meinst. Unser Spaziergang im Wald, wie du mich angesehen hast. André hat auch sowas erwähnt, also. Warum sagst du jetzt nichts? Seit wann liebst du mich denn? Seit heute oder gestern? Eine Woche? Ein Monat? Das ist doch völlig egal. Hauptsache, wir sind jetzt offen zueinander. Wir haben schon so viel Zeit verschwendet. Sag mal, für wie blöd hältst du mich eigentlich? Was ist jetzt los? Was jetzt los ist? Ja? Ich hab satt! Ich hab satt, von allen Seiten belogen zu werden. Warum sagst du nicht direkt, was Sache ist? Nicht mal dazu bist du imstande. Dieses ganze Gerede von Liebe, das ist doch totaler Quatsch.
Warum gibst du nicht zu, dass du nur an mein Geld willst, so wie alle anderen auch?